Willkommen zurück, liebe Star Trek-Freunde. Es ist was ganz Merkwürdiges passiert. Ich habe noch weitergeklickt, habe noch eine Runde weitergespielt und dann kam folgende Meldung, die ich allerdings schon bestätigt hatte. Ich war zu euphorisch und dachte ich, das muss ich euch doch zeigen. Hier. Bieten mir eine Allianz an. Ich habe das auch eigentlich auch schon angenommen. Wird angenommen. Wundert mich, dass das wieder rausgeflogen ist. Die Föderation bietet mir eine Allianz an. Ich werde das vorerst mal annehmen, weil das tut eigentlich ganz gut, weil die Ferengi sind, glaube ich, ziemlich aufstrebend. Bei denen muss man eh aufpassen. Dann die Drill haben beschlossen, die Feindschaft zu beenden. Das ist sehr nett von ihnen. Und die Romulaner, die beschweren sich schon. Weil mit der Föderation, dann habe ich nämlich hier unten Ruhe. Gut, hier Angosia, das ärgert mich schon, dass die das genommen haben. Aber gut, ist halt so. Könnte ich mich jetzt tatsächlich auf die Romulaner stürzen und mal schauen, was die so zu bieten haben. Des Weiteren habe ich den Ulianer noch ein dickes, fettes Geschenk gemacht, auch wenn deren System ja auch nicht so wahre ist. Wir müssten jetzt dann demnächst gucken, Beta Z und Packlet, auch wenn die beiden jetzt nicht die Mega-Systeme sind. Packlet hat halt noch die Lithium und Kataria, die wollen wir auch noch haben. Hier unten habe ich mit meinem Scout nichts mehr entdeckt. Deswegen habe ich so, ich glaube, zwei Runden waren es, wo ich weitergeklickt habe. So, Antika-Systemreihe ist leer. Ja gut, dann bau halt noch. Ah, du kannst noch ein paar Scouts bauen, weil Scouts sind ja später tarnbar. Hier sind wir. Wie weit sind wir denn eigentlich von dem getarnten Scout noch weg? Gar nicht mehr so weit. Bio, Computer und Beantrieb müsste auf 5 gehen und vom Zerstörer 2. Da sind wir noch weiter weg. Der Schlachtkreuzer 2 ist näher dran. Antrieb und Waffen auf 5. Okay, ich gehe hier auf 5 momentan. Da bin ich eigentlich auch gleich. Da kann ich sogar was rausnehmen. Da müsste ich nur noch den Antrieb hochpushen. Dann muss ich gucken, ob ich das schon will. Weil dann werden die Schiffe natürlich auch mal ein Vielfaches teurer. Und ich habe gerade mal 5 Stück. Da muss ich mal schauen. So, Systeme, ja, passt. Runde beenden. Föderation unterzeichnet auch einen Bündnisvertrag mit den Cardassianern. Okay. Die Föderation ist mit allen verbündet, so langsam. Mit den Romulanern verbündet, mit mir sogar eine Allianz. Das ist interessant. Jetzt kann ich allerdings auch mein Scout hier oben, den habe ich jetzt da nach oben geschickt. Jetzt schicke ich den aber dann hier wieder nach unten. Und dann kann der nämlich hier ein bisschen erforschen. Aber ich finde es immer noch, dass die Systeme einfach nicht terraformen. Doch hier. Nee, auch nicht. Was haben sie denn? Die Föderation hat nichts. Die haben einen Zerstörer. Das ist wie im letzten Spielstand. Die haben einen einzigen Zerstörer. Während die mit einem Kolonieschiff hier durch die Gegend fliegen. Weiß ich, wo fliegt der hin? Hier hin. Versucht er da mal abzufangen. Das ist krass, die Föderation hat einfach nichts an Schiffen. Die haben ein paar Außenposten, extrem schlechte Systeme, außer eben Tama, weil das eine kleine Rasse ist, und Angosia. Ansonsten haben die ja gar nichts. Die Bevölkerung betrachtet als wertvolle Verbündete. Okay, das ist ja immerhin schon mal was. Oh, Kronos 2 ist ein erdähnlicher Wir Planet geworden. Kultur entdeckt. Grüße so. Von der Cardassianischen Union. Wir begrüßen es mit ihrem Volk. Ja, ja. Bla, bla, bla. Nachrichten von den Diplomaten. Die Ulianer Freundschaft, ja, ja, annehmen. Abkommen sehr schön. Wird angenommen. Ach, hier sind die. Hier sind sie schon. Okay, die sind also hier in dem Bereich da oben. Okay, kann ich. Doch, da kann ich noch rüberfliegen und da kann ich dann auch runterfliegen. Du fliegst dahin, das passt. Vulkan. Ihr fliegt bitte auch nach Drill. Antika, haben wir einen Schlachtkreuzer. Hier warte ich auf die anderen Scouts. Wir haben jetzt Kolonieschiff 2. Okay, hier sind wir jetzt auf 5. Dann gehen wir jetzt hier voll rein.
Ja, ist tatsächlich so. Und der Scout, der braucht auch das mit dem Antrieb später. Dann gehe ich erst auf Computer und dann auf Antrieb. Dann kann ich beide Schiffe hochpushen. So, jetzt schauen wir mal Kronos an. Der ist erdähnlich geworden. Was war er vorher? Um 10 ist er gestiegen. Warum sind hier nur noch 364? Ich habe Nahrungsprobleme. Okay. Muss ich wohl den Jagdgrund ausbauen. Taktische Schule gibt es hier auch noch. Auch nochmal 100 Energiebedarf. Ich habe nicht genügend Energie, um die große Halle zu betreiben. Okay, da muss ich dann nochmal nachsteuern. Frieden, zufrieden. Okay, immerhin schon 2 zufrieden. Ansonsten, die haben echt das Tamari-Schiff, einen Zerstörer und hier unten war es ein Truppentransporter. Sonst hat die Föderation keine Schiffe. Das finde ich krass. Außenposten errichtet. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Snort, ja. System Drill hat genügend für eine Handelsroute. Ja, dann nutzen wir das doch einfach. Mit wem habe ich jetzt Freundschaft? Ach verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Ulia, oben hier. Ulianer. So, hier haben wir ein bevölkertes System gefunden von den Cardassianern. Ach, das ist auch... ist das aus... Nee, okay, das ist noch nicht ganz geterraformt. Was haben wir hier denn? Ein fremdes Wesen. Ah, das sind sie, die Edo. Ich muss mein Forschungsziel ändern. Ich muss hier. Oh Gott, hier hatte ich ja schon was. Ah, das habe ich rausgenommen, weil wegen Neustart muss ich aufpassen. Kolonieschiff, Kreuzer. Wieso ist die Föderation so verdammt schlecht? Also was die Schiffszahl angeht. Und was habe ich? Habe ich den hier gebaut? Nee, den habe ich da nur hingestellt. Ich meine, ich habe 5000. Ich könnte... Sollen wir die ins Reich jetzt holen oder sollen wir erst die Packlets vielleicht? Die sind mit der Föderation befreundet. Ich muss aufpassen, dass die mir nicht alle um mich herum holen. Ah, die sind sogar schon verbündet mit der Föderation. Okay, ich muss mir die reinholen. Die, wo gehen. Die hole ich mir ins Reich rein, weil sonst könnte es böse ausgehen. So, Norpin will ich immer noch haben. Das bedeutet allerdings, ich brauche auch ein Kolonieschiff. Das dauert 10 Runden, weil es das Kolonieschiff 2 ist. Hier haben wir noch eine unbekannte Rasse. Wer seid ihr? Kann ich hier noch irgendwie was... Ja gut, ich könnte hier noch hochfliegen und gucken, was das ist. Schiffe der Klingonen, 5 Kommando, 3 Schiffe der Cardassianer und der kleinen Rasse, 6 Kommando, 3 Eskorte. Akamarianische Jäger. Oh, die haben 6 Kreuzer. Ja, was machen wir da? Waffen sind online. Sie werden einen schönen Tod haben. Unsere Waffen sind bereit. Dieser Kampf wird ihr letzt. Bestätigt. Das ist dein... Greif mal an, weil ich weiß nicht, was die machen. Okay, die ziehen sich zurück. Unsere Gegner laufen vor Angst. Einer ist zerstört worden, 2 sind ziemlich beschädigt. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Takaraner, die Takaraner, okay, sind körperlich und geistig stark. Sie könnten wertvolle Verbündete sein. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. Die Akamarianer sind gewandt, aber nicht stark. Wir können sie besiegen. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. So, Hungersnot Gemulon und Kronos. Ja, Cardassianer gaben eine Erklärung ab. Föderation stellt eine Forderung.
Scout gebaut, Drillsystemreihe ist leer. Okay, die haben jetzt Moral 80, okay. So, ihr habt 147, gut, ihr baut jetzt hier auf. Lithium-Raffinerie, Replikator und dann das Forschungskomitee, das will ich nämlich dann haben. So, hier sind die Takaraner. Okay, oh, ho, 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 ho. Okay, hier kommen jetzt die großen Systeme, oder wie? Hier oben bei den Cardassianern, deswegen haben die auch so viele Schiffe. Okay, krass, die Takaraner sind heftig. Die Akamarianer dürften wahrscheinlich die hier sein, die habe ich noch nicht. Okay. Brauche ich noch eigentlich auf Vulkan? Schlachtkreuzer, ja. Onos, Angriffstransporter. Ja, komm, flieg nach Drill weiter. Iridia haben wir 3 Zerstörer. Also ich habe halt auch keine riesen Flotte, das muss man schon mal ganz klar sagen. Hier 5 Schlachtkreuzer, die Vulkanschiffe. 6 Schlachtkreuzer. Das ist halt jetzt nicht so Bombe. Was brauche ich eigentlich in Iridia jetzt noch? Jetzt kommt das Kolonieschiff. Ja, 481 bei 450 ist halt echt nicht viel, aber ich bin halt bei Maschinen erst bei 4. Und meine gesamte Moral ist halt auch nicht so die Bombe. Okay, hier dauert es jetzt auch noch eine Weile. Ich bin mit dem Antrieb, ich will die Systeme da hinten sehen. Haben wir jetzt noch irgendein System vergessen? Nee. Unsere Krieger waren siegreich. Okay. Schiff in der kleinen Klasse, ein Eskorte, was kommt hier? Ah, der akamarianische Jäger. Ja gut, dann kommen halt her. Einer weniger. So, okay, das sind wichtige Siege für die Moral. Ein weiterer Sieg für das Imperium. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Die Ferengi schlagen einen Kriegspakt vor. Nee. Okay. Die Ferengi finden das toll, dass wir uns gegen die Cardassianer hier ein bisschen auflehnen. Hier oben wäre halt auch noch ein System, das wir jetzt erforschen können. Vielleicht sollte ich meine... Wobei, hier kommt in einer Runde noch ein Scout, oder? Ja. Können wir danach bauen. Danach können wir Jagdgründe ausbauen und ein bisschen umverteilen. Dann kann ich nämlich die Scouts nach oben schicken. Den anderen Scout habe ich hier nach unten geschickt und habe mich schon wieder rundenlang nicht bewegt. Sind wir sehr bescheuert. So, hier haben wir nämlich noch was. Ja, das gewinnen wir auch. Unsere Krieger waren siegreich. Die Akamarianer erklären uns den Krieg. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich weiß nur nicht, wo die sind. Das ist ein bisschen das Problem. Scout auf Antika. Genau, okay. Da haben wir nämlich hier die 3 Scouts, die lassen wir auch zusammenfliegen. Wie gesagt, wenn die nämlich mal getarnt sind, dann kann man da so einen einzelnen Zerstörer oder sowas, kann man dann, jetzt die Frage, fliege ich, wie weit geht es denn hier noch nach oben? Okay, hier wird aber nichts mehr sein, vermutlich. Ich fliege jetzt mal hier hin. Uliana. Gibt vielleicht noch ein schönes, dickes Geschenk. Dann. Ah, hier ist nochmal der Akama-Jäger. Was macht der hier? Möchte der auch zerstört werden? Ja, das ist jetzt so ein Fall. Okay, da muss ich mich natürlich jetzt zurückziehen. Die sind getarnt. Deswegen, dass jetzt kein Problem ist. Da verliere ich die nicht. Wir werden später weiter kämpfen. Ja, das sind die Akamarianer. Unsere Krieger waren siegreich. Bestätigt. Dieser Kampf wird ihr letzter sein. Das sieht beschädigt aus. Der ist auch beschädigt. Ich hatte mehr erwartet. Okay, noch ein Sieg für die Moral. Ein weiterer Sieg für das Imperium. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Die Romulaner stellen eine Forderung. Abkommen wird abgelehnt. Ihr wollt mich verarschen, oder?
seid nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu setzen. Ah nee, Moment, das da hinten waren ja die, das waren ja die Edo. Das waren die Edo. So, ich flieg da hoch, ich flieg da runter. Da unten haben wir jetzt ein System gefunden. Amos, ja, okay. Amos ist auch ein ziemlich armes System. Dann können wir hier unten lang fliegen und hier dann hoch. Ja, hier können wir nicht reinfliegen. Und die sind auch schon ziemlich groß geworden hier, die Ferengi. Muss man ein bisschen aufpassen. Gut, der Außenposten hier ist zerstört worden. 4 Waffenkreuzer, ja, die haben nämlich jetzt auch nicht so wenig Schiffe. Also meine Flottenanzahl ist halt einfach sehr gering. Das heißt, das ist immer noch nicht so irgendwie, was man sagen können. Ja, wir sind ja auf der sicheren Seite. Oh, hier habe ich 7 Stück offen. Was machen wir damit? Vielleicht mal Sicherheitszentren. 1, 2, 3, 4, 5 Sicherheitszentren. Dann bauen wir einfach den Rest aus und schauen, was man dann damit noch machen. So, immerhin schon mal 7 Schlachtkreuzer. Oh, die haben einen leichten Kreuzer. Wo haben sie denn den jetzt plötzlich ausgegraben? Vor allem, dass der schon hier bei mir oben steht. 6 Scheljagdjäger und Kreuzer hier bei Schallner. Ah, verdammt. Ich habe meine Jäger vergessen zurückzuziehen. Bei meiner Ehre. Ha, versuch das weiter. Okay, Glück gehabt, weil wenn die sie ja einmal zurückziehen, dann sind die ja im Anschluss nicht mehr getarnt. Wir werden später weiter kämpfen. Unsere Krieger waren siegreich. Ja, das ja nur uns einen Bündnisvertrag mit den Romulanern. Diplomaten. Okay. So, Kronos, Hungersnot 37 reicht. Damit sind die auch wieder voll. Okay. Ja gut, ich brauche mehr Energie. Dann soll ich die Sicherheitszentrum nochmal ausbauen. Und dann die Jagdgrund, weil die große Halle ist natürlich jetzt nicht betrieben. Forschungskomitee 5 Runden, Schlachtkreuzer, Kolonieschiff, Jagdgründe, Sicherheitszentrum. Okay, der Rest läuft. Mintaka habe ich 3 offen. Warum wird das hier nicht zugewiesen? Jetzt haben wir noch 2 offen. Wo sind denn die hier? Tarnen. Na gut, dann fliegt man hier hin, weil hier sehe ich auch noch nicht, was da los ist. So, was bist du? Du bist noch ein Schlachtkreuzer. Der fliegt dann nach oben. Ich weiß nicht, was sie da oben vorhaben. Moment, aber wir können doch... Oh! Das habe ich gar nicht gesehen. Das hätte ich fast übersehen. Ihr könnt mal ins Reich reinkommen. Dann haben wir hier auch mal einen Außenposten. Dann müssen wir über die 2 noch nachdenken, wobei die ja mit der Föderation schon anbandeln. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Ach, die Katarianer, ja, das ist so oft der Fall. Wird angenommen. Das ist so oft der Fall, aber soll mir ja recht sein. So. So, die Scouts sind gleich da. Mein Scout ganz unten müssen wir noch kurz angucken. Ja, hier kann man halt noch nicht scrollen mit der mittleren Maustaste oder mit der rechten Maustaste, sondern hier ist nichts mehr. Hier muss man wirklich alles mit dem Mauszeiger. Nicht mit dem Mauszeiger, mit der Tastatur nach oben, nach unten schieben. So, was bauen wir denn in verschiedenen Systemen? Ja, okay. Wie schaut es hier aus? Wir sind jetzt quasi durch. Das bedeutet, ich kann hier 50% runternehmen und kann die jetzt in die Waffen stecken. Da habe ich zwar Schlachtkreuzer 2. Der beschädigt? Oh ja. Okay, der ist jetzt tot, weil er ist beschädigt. Einer weniger. Ein weiterer Sieg für das Imperium.
Jawohl. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Ah, das hat unsere Reichweite. Doch, das hat. Nee, das hat die Reichweite nicht erhöht. Verdammt. Doch. Ich komme jetzt hier hin. Hier. Sehr schön. Schlachtkreuzer gebaut. Cardassianer stellen eine Forderung. Ja, gut. Die traten bei. Okay, wunderbar. Ja, jetzt sind sie wenigstens alle auf zufrieden gesprungen. So, dann gehen wir mal nach Kataria rein. Was habt denn ihr zu bieten? So von der vom Level her Klasse 5, das ist immerhin etwas. 3, 4, 5, verdammt, 6. 6 Automatikfabriken müsst ihr behalten, farmen. Also 16 weg. Vernichtung bestätigt. So, Moment, das geht dann. Energie brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr, das passt. Na. Hier Forschung, 1, 2, 3, 4, vielleicht in die Forschung und der Rest hier rein. Ihr habt immerhin 600 Industrie, ja. Windturbine, ja, Spielzug, ja, brauchen wir noch nicht. Erstmal die anderen hier. Ja, Subraumscanner brauche ich eigentlich in der Ecke auch nicht. Jetzt würde ich noch ein paar Zerstörer bauen, weil wir haben jetzt demnächst auch Zerstörer 2. Davon habe ich recht wenig. So, hier ist. Ach so, das System Markus, das hat einfach gar keinen Planeten. Mhm. Interessant. Ah, Moment, ich muss jetzt in einem Zug hier hochfliegen, weil das sind wie gesagt die Edo. Die will ich haben. Sofern sie gut sind. Aber ich will zumindest mal Hallo sagen, weil durch den Edo-Gott ist das ja quasi ein sicheres System. Sämtliche Einheiten haben Grußfrequenzen geöffnet. Wir haben eine fremde Kultur entdeckt. So, sehr schön. Ja, die sind toll. So. Mintaka ist leer, Antika ist leer. Moment, hier könnten wir vielleicht einen rausnehmen. Ja. Brauchen wir was in der Energie? Ja, wobei. Nee, da brauchen wir keinen Subraumscanner. Nee, dann stecken wir das lieber auch in die Produktion. Ja, 430 hat jetzt auch keinen Burner. Aber okay, brauchen wir auch nochmal 2 Zerstörer. Was Mintaka ist leer, gell, ja. Hier habe ich 2 übrig. Halt 500 Industrie. Komm, wir bauen nochmal 2 Industrie, 2 Gießereien und dann bauen wir die Leerhallen aus. Und die anderen Sachen. So, Rubikun. Oh, schönes System. Edo? Romulaner. Ihr sollt da nicht mit rein. So, oh, hier hinten gibt es noch sehr viele Systeme. Gut, dann fliege ich hier runter. Schau mal, was das hier ist. Achso, okay, das sehe ich schon immerhin. Ich muss mich jetzt irgendwie aufrüsten, um. Gegen die Romulaner in Krieg zu ziehen. Schaut so aus. Hier habe ich schon wieder vergessen zu lösen. So. Ja, wenn wir das haben, dann habe ich ja den Scout. Ne, den Scout 2 nicht, aber den Schlachtkreuzer 2 habe ich dann, genau. Den Scout 2 kriege ich, wenn ich einen Computer erforsche. Und dann habe ich getarnte Schiffe, meine ersten. Hier müssen wir auch noch hin. Es gibt Nachrichten von den Diplomaten. Geringgestellte Forderung. Abkommen wird abgelehnt. So, aber den Edo. Schicken wir nochmal ein Geschenk. Weil wenn das hier folgt geterraformt ist, das sind nochmal 95 oben drauf. Das ist ein richtig schönes System. So, Tau Ceti ist eigentlich auch Müll. Aber gibt es echt ein System? Ist das auch wieder ein Anzeigefehler? Weil es gibt doch eigentlich keine Systeme ohne Planeten. Also in echt schon, aber noch nicht hier im Spiel. So, hier ist zwar ein Außenposten, aber da fliege ich jetzt glatt mal rein. So, die Katarianjäger, die schicken wir hier rüber. Hier oben ist ein Schlachtkreuzer, der kann auch nach Iridia runter. So, die kommen.
Hier oben, Taurus. Oh, haben wir ja 15, 30, 85, 125, 190. Ja gut, 260 inklusive. Ja, okay. Inklusive die Lithium 290, da könnte man sogar was mit anfangen. Aber, ja. Also ein Spielstand mit so wenig richtig guten Systemen, also eine Handvoll 300er Systeme. Ich habe jetzt zwei 400er Systeme, nämlich Takara und Gott sei Dank Iridia, meins. Aber ansonsten, oh Gott, das ist auch so ein billiges System, das sollte ich eigentlich nicht mal erforschen. Hier hinten, bestimmt haben die Romulaner, die Cardassianer nochmal so ein paar Systeme. Aber die Edo, die sollte ich mir eigentlich schon, wenn möglich, einverleiben. So. Ihr braucht sie nicht angreifen. Ihr zieht euch zurück. Das ist schon in Ordnung. Wir werden später weiter kämpfen. Ja, Moral, bla bla bla. Hungersnot. Hungersnot im System Kataria? Warum denn das? Habe ich hier einen zu viel abgerissen? Ja, natürlich. Na, Idiot. Ist der gebaut oder? Ja, okay. Gut, das war mein Fehler. Da habe ich aus Versehen eins zu viel abgerissen. So, ihr tarnt euch wieder und gebt mal hierhin zurück. So, das Kolonieschiff ist da. Wofür wollte ich das eigentlich haben? Irgendein System wollte ich mir doch damit nehmen. Was wollte ich damit nochmal? Warum habe ich ein Kolonieschiff gebaut? Habe ich hier oben noch ein System gehabt? Ne, Markus war es nicht. Mordian, Kostolei auch nicht. Nein, gut, hier gibt es zumindest noch mal was zu... also ich weiß nicht, ob ich da hin wollte, aber zumindest gibt es da was zu terraformen. So, ich könnte mal hier unten gucken. So, ein schlechtes System. Hat es hier irgendwas? Nee, hier hat sich auch nichts mehr ergeben. Hier gibt es nichts Zusätzliches. Hier vermutlich auch nicht. So, Drill ist leer. Aktiviert das mal bitte. Bunkernetzwerk. Hier ein Schild. Subraumscanner ist hier auf jeden Fall. Die Iridia. Jagdgrund könnte ich umbeugen. Moment, da können wir aber auf jeden Fall mal einen auch zerstören. Dann geht es schneller. Vernichtung bestätigt. Ja, komm. Machen wir halt. Wie schaut es hier aus? 93%. Okay, nächste Runde haben wir den Schlachtkreuzer 2. Das bedeutet, ich kann eigentlich jetzt ohne schlechtes Gewissen meine Schiffe nach Romulus schicken. Und erstmal nur hierhin. Die sollen sich mit der Zerstörung vereinen. Wobei, ich hab gleich selber getarnte Schiffe. Ich probiere es jetzt mal, ob das hilft. Dieser Kampf wird dir lecker. Ich hatte mehr Feuererlaubnis erteilt. Ich hatte mehr erwartet. Ah. Ja, geil. Okay. Ein weiterer Sieg für das Imperium. Das hätte ich schon früher machen sollen. Angriffskreuzer ist verfügbar. Und der Schlachtkreuzer 2, jawohl. Sehr schön. Also Schlachtkreuzer gerade noch auf Vulkan gebaut. Vulkansystemreihe ist leer. Und Zerstörer auf Antika, da kommt noch mal einer. So, Vulkan ist leer. Aber hier kann ich, doch, hier kann ich einen rausnehmen. Zwei sogar. Muss ich aber darauf achten. Sobald die Moral wieder ein bisschen fällt.
Gut, dann bauen wir mal zwei Angriffskreuzer. Also hier bei den Klingonen, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Was heißt merkwürdig? Na, merkwürdig ist der falsche Ausdruck. Es ist einfach ungewöhnlich, dass der Schlachtkreuzer 2 vor dem Zerstörer 2 erforscht werden kann. Weil zum Zerstörer 2 fehlt mir hier noch alles. So, jetzt haben wir den Scout, das heißt, wir gehen in den Computer rein. Und dann geben wir Bautechnik und Energie, dann haben wir alles auf 5. So, die Zerstörer, die kommen. Ja, wobei auf die Angriff. Moment, wie schaut es mit Angriffstransporter 2 aus? Der wäre natürlich auch wichtig. Der braucht Bautechnik, okay. Dann. Dann erst Bautechnik. Mir ist der Angriffstransporter tatsächlich lieber wie der Scout. Wie schaut es mit denen aus? Die sind begeistert. Kriegt ihr nochmal ein Geschenk? Ferengi, Bündnis mit den Romulanern. Von den Diplomaten. Ferengi schlagen einen Kriegspakt vor. Abkommen Nein. wird abgelehnt. Die Romulaner, die sind böse. Die haben 3 Kreuzer, Truppentransporter und 2 Scouts da stehen. Ich fliege da jetzt rein mit meinen Schlachtkreuzer 2. Das ist mir wurscht und ihr gesellt euch dazu. Hoffentlich kommen die nicht auch noch dazu. Kriegserklärung haben wir ja noch nicht. Wir sind ja nur im quasi nichts. 5 Kommando. So. Hier, der ist nicht getarnt. Das ist schon mal schön. Den kann ich wenigstens angreifen. Die kann ich auch angreifen. Also ihr. Schiffe. Unsere Waffen sind. Dieser Kampf wird ihr letzter. Bestätigt, dieser Kampf wird ihr letzter sein. So, Solo Angriff hier. Dieser Kampf wird ihr letzter. Bestätigt, dieser Kampf wird ihr letzter sein. Unsere Waffen. Auf die Zerstörer hier. Dieser Kampf wird ihr letzter sein. Ihr geht. Auf den. Das ist einfach. Yes, du gehst aber auf das den. Ist du gehst auch das auf ist den. Einfach. Attacke. Feuererlaubnis erteilt. Okay, ich habe was verloren, aber die haben leider nichts von ihren Kreuzern. Habe ich vergessen, die Kreuzer anzugreifen? Ernsthaft? Und die? Die sind kaum getroffen. Unsere Gruppe. Das ist einfach. Bestätigt, dieser Gruppe. Kampf wird ihr letzter. Dieser Kampf wird ihr letzter. Unser dieser Kampf wird ihr. Sie hatten keine Chance. Sie hatten keine Chance. Ja, geil. Wahnsinn, ich habe alle Kreuzer zerstört. Und jetzt sind nur noch die beiden Scouts hier übrig. Ja, komm. Sie hatten keine Chance. Sehr schön. Geil. Großer Sieg. Ein weiterer Sieg für das Imperium. Großer Sieg zum Ende der Folge. In der nächsten Folge wagen wir den Angriff auf Romulus. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.